Wir befinden uns aktuell am Heldenplatz und Sie sehen es sicher im Hintergrund, der militärische Festakt, der ist in vollem Gange. Die Angelobung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, das ist das große Thema, über das wir heute sprechen werden. Der militärische Festakt, aber natürlich auch die Angelobung vor der Bundesversammlung, die waren heute das zentrale Thema. Und es wird auch noch einen weiteren Teil des sogenannten Angelobungstages geben, und zwar um 13.30 Uhr. Da gibt es dann auch noch eine Begegnung mit den Mitgliedern der Bundesregierung. Der Festakt, der gerade im Hintergrund stattfindet, der ist zu Ehren des Bundespräsidenten. Ein Kaunertaler und Tiroler sind hier ebenfalls mit dabei, um diesen festlichen Akt heute zu begehen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der tritt nun seine zweite Amtszeit an. Er konnte am 17. Oktober 2022 die Stimmen für sich entscheiden. Mit ganzen 56,7% war er der klare Gewinner. Eine Stichwahl gab es dieses Mal nicht. Nicht, aber ein klarer Favorit, und zwar Alexander Van der Bellen. Und seine zweite Amtszeit, die tritt er am 26. Januar an mit einem festlichen Akt der Angelobung und anschließendem Zusammentreffen der Mitglieder der Bundesregierung. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, hohe Geistlichkeit, kirchliche Würdenträger, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, geschätzte Ministerkolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Generalstabschef, werte Generalität, Soldatinnen und Soldaten, sehr geehrte Damen und Herren. Wir leben in einer Zeit der Veränderung, einer Zeit, in der die bewährten Gewissheiten und Rezepte nicht mehr so wie in der Vergangenheit greifen und sich das Neue erst finden und formieren muss. Es verändern sich Dinge, von denen man nie gedacht hätte, dass sie sich je verändern würden. Diese Worte, meine sehr geehrten Damen und Herren, die hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor genau 6 Jahren am 26. Jänner 2017 bei seiner Angelobungsrede vor der Bundesversammlung gesprochen. Ja, und noch etwas hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem Amtsantritt gesagt. Ich übernehme den verfassungsmäßigen Oberbefehl über das Bundesheer mit großem Respekt, aber auch mit der Gewissheit, Oberbefehlshaber eines Heeres zu sein, das sich Werten wie Verantwortung, Schutz der Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Frieden und Solidarität verschrieben hat. Ich werde diese Funktion sehr ernst nehmen und sehe mich daher als Schirmherr und Unterstützer des österreichischen Bundesheeres. Ja, all das ist in den vergangenen 6 Jahren, in der ersten Amtsperiode, Herr Bundespräsident, auch eingetroffen. Als Verteidigungsministerin der Republik Österreich ist es mir daher eine große Ehre und auch Freude, diesen militärischen Festakt anlässlich der zweiten Amtsperiode unseres Bundespräsidenten ausrichten zu dürfen. Der Herr Bundespräsident ist Oberbefehlshaber über alle Soldatinnen und Soldaten, auch wenn die Befehls- und Verfügungsgewalt beim Bundesminister /in für Landesverteidigung liegt. Aber was gibt es Besseres, als das oberste Staatsoberhaupt als Partner zu haben? Als Partner im Kampf für ein starkes Bundesheer. Und so bedanke ich mich beim Herrn Bundespräsidenten für seine bisherige Unterstützung, die er in der Öffentlichkeit unserem Ressort gegeben hat, vor allem als es darum ging, ein höheres Verteidigungsbudget zu erzielen, was dann ja schließlich auch gelungen ist. Und wir nun mit dem höchsten Budget der Geschichte des Bundesheeres und 16 Milliarden Euro für die kommenden 4 Jahre endlich fähig sind, das Bundesheer für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufzustellen. Und generell, Herr Bundespräsident, danke ich Ihnen für Ihre Verbundenheit. Für Ihre Verbundenheit zur Landesverteidigung, die weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten eines Oberbefehlshabers hinausgeht. Denn trotz der vielseitigen Aufgaben, die Sie auch in anderen Bereichen und auch für andere Ressorts erfüllen, spürt man die ständige Wertschätzung für unser Heer. Sei es bei den vielen persönlichen Erfahrungen mit der Garde, bei Staatsbesuchen oder anderen festlichen, repräsentativen Anlässen oder sei es bei Truppenbesuchen im In-
und im Ausland, aber auch bei den persönlichen Gesprächen, die ich selbst mit Herrn Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen führen durfte. Diese Verbundenheit unseres Staatsoberhauptes zum Bundesheer, die werden wir auch weiterhin brauchen. Denn, und damit komme ich wieder an die eingangs erwähnten Worte des Bundespräsidenten über die veränderten Zeiten zurück, wir müssen das Bundesheer auf die Bedrohungen und Szenarien der Gegenwart und der Zukunft bestmöglich ausrichten. Wir tun dies unter dem Motto Mission Vorwärts mit der Beschaffung von Ausrüstung, Waffen und Gerät genauso wie für attraktive Maßnahmen für unsere Soldatinnen und Soldaten, für die Zivilbediensteten, die tagtäglich mit ihrer Tätigkeit für den Schutz und die Sicherheit in unserem Land sorgen. Wir haben dazu einen 10-jährigen Aufbauplan erstellt mit Investitionsschwerpunkten in den Bereichen Mobilität der Einsatzkräfte, Schutz der Soldatinnen und Soldaten, mit der Beschaffung von moderner Ausrüstung, Waffen und Gerät, ja und die Autarkie zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft, mit der Gestaltung von autarken Kasernen, mit einem hohen Schutzgrad, ausreichenden Versorgungsgütern und selbstständiger Erzeugung von Energie. Wir haben somit auch in dieser neuen Amtsperiode des Bundespräsidenten viel vor, um das Bundesheer zu einem modernen Heer aufzustellen, das den Szenarien und Bedrohungen effektiv begegnen kann und seine Aufgaben zum Schutz und zur Sicherheit der Bevölkerung erfüllen kann. Ja, mit diesem im Vorjahr erreichten höchsten Landesverteidigungsbudget der Geschichte können wir jetzt endlich viele Investitionen tätigen, die jahrelang oder jahrzehntelang auf der Strecke geblieben sind. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich bitte Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung bei all den Anliegen unseres Bundesheeres und wünsche Ihnen für Ihre weitere Amtsführung alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich. Frau Bundesministerin, sehr geehrte Ehren- und Festgäste, meine Damen und Herren, vor allem aber sehr geehrte Angehörige des österreichischen Bundesheers. Als ich vor 6 Jahren, die Frau Bundesministerin hat schon erwähnt, hier an dieser Stelle stand, habe ich zum ersten Mal, wie es der Verfassung entspricht, als Oberbefehlshaber des Bundesheers getan. Und jetzt, 6 Jahre später, kann ich sagen, dass ich diese Aufgabe, diese mir verfassungsmäßig zugeschriebene Rolle, gerne innehabe. Im Rahmen meiner Truppenbesuche und den Gesprächen, die ich dort führen kann, beeindrucken mich immer wieder die Soldatinnen und Soldaten mit ihrer hohen Motivation und Kompetenz. Und die Frau Bundesministerin hat es schon erwähnt, unsere langjährigen Bemühungen um ein ausreichendes, jedenfalls höheres, entsprechend höheres Budget des für die Verteidigung, für das Bundesheer, werden nun in einem breiten Parteienkonsens Schritt für Schritt umgesetzt. Und nach dem, was ich bei Inlands-, aber auch bei Auslandsbesuchen erlebt habe, an Mängeln, an Ausrüstung und Gerät, aber vor allem an simpler Ausrüstung auch, bin ich sehr froh, dass wir das, und ich hoffe, dass das jetzt mit einiger, also möglichst rasch jedenfalls, über die Bühne gehen wird. Im Grunde genommen könnte ich hier schon aufhören, weil die Frau Bundesministerin hat mir voll aus der Seele gesprochen. Vielleicht nur so viel, dass wir für eine entsprechende Personalgewinnung einen besonderen Fokus auf eine qualitativ hochwertige und motivierende Ausbildung der Grundwehrdiener richten sollten. Weil die Rekrutinnen und Rekruten sind es, die entweder zukünftige Führungskräfte sind oder ein wesentlicher Bestandteil des Milizsystems sind oder auch wertvolle Werbeträger, im modernen Deutsch Influencer, die für das österreichische Bundesheer wichtig sein können. Noch einmal, ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Soldatinnen und Soldaten für ihren täglichen Einsatz bedanken. Sie alle haben sich Respekt und
Anerkennung für ihre gewissenhafte Pflichterfüllung und professionellen Leistungen erworben, sowohl auf nationaler wie vor allem auch auf internationaler Ebene. Und in gleicher Weise danke ich auch den Milizsoldatinnen und Milizsoldaten, die bereit sind, neben ihrem zivilen Beruf freiwillig sehr viel Zeit in sicherheitspolitische Aufgaben zu investieren. Wir sind derzeit mit vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert: den Folgen der Corona-Pandemie, der Klimakrise, der Energieknappheit, verursacht durch einen Krieg in Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und die Bewältigung aller damit verbundenen Herausforderungen wird nur durch gemeinsames Handeln aller Institutionen der Republik Österreich zu bewältigen sein. Das Bundesheer jedenfalls, das Bundesheer spielt dabei eine wichtige und unverzichtbare Rolle, sei es durch den Schutz von kritischer Infrastruktur, der Unterstützung bei Umweltkatastrophen, aber vor allem auch bis hin zur militärischen Landesverteidigung. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe unsere Republik Österreich und es lebe unser gemeinsames, friedvolles Europa. Vielen Dank.